Lockdown. 10. Folge. Ein Brief an die Kanzlerin. 2. Teil. So, ich bin zurück, sehr geehrte Bundeskanzlerin, mit neuer Kraft. Ich hoffe, Sie sind ausgeruht und frisch und sitzen mit einem Kamillentee an Ihrem Schreibtisch, während Sie das lesen. Ich komme jetzt zu meiner Idee. Ich habe in letzter Zeit sehr viel nachgedacht. Es ist ja eine schwierige Situation. Die Welt hält an. Alles steht still. Was macht man jetzt damit? Viele Menschen sind zu Hause. Sie werden langsam unruhig. Sie werden wütend und schimmlig. Sie haben Angst. Das vor allem. Angst. Und ihr Denken rast. Und darum geht es mir, liebe Frau Dr. Bundeskanzlerin, um dieses Denken, um das Kreiseln und das Bohren und das Schnüffeln und das Singen der Gedanken. Im ganzen Land findet es statt, in allen Köpfen. Und ich habe mich deshalb gefragt, wie wäre es, wenn man diesem Denken einen Auftrag gibt, eine Richtung? Wenn man den Menschen sagt, diese Pause, die ist keine Bedrohung, die ist ein Geschenk. Sonst findet immer etwas statt. Es ist immer ganz viel Welt im Weg. Jetzt nicht mehr. Die Welt ist weniger geworden. Das Außen ist jetzt ausgedünnt und wir haben plötzlich Zeit. Lasst uns dieses Zeitgeschenk doch nutzen, indem wir die großen Fragen sanft in Angriff nehmen. In welcher Welt wollen wir leben? Wie soll die aussehen? Welche Tiere wollen wir gerne behalten? Wie sollten wir Menschen ganz grundsätzlich miteinander umgehen? Wenn Sie das, liebe Kanzlerin Angela Merkel, als Denkauftrag an Ihre Bürger geben würden, könnte da nicht ganz viel Gutes draus entstehen? Wäre es nicht möglich, dass wir in dieser Atempause alle besser werden als Lebewesen? Das ist mein Vorschlag. Es würde mich freuen, wenn Sie bei Ihrer nächsten Fernsehansprache darauf eingehen könnten. Denn ich glaube wirklich, dass es eine Chance ist. Und noch etwas, wenn Sie erlauben. Ein zweiter Vorschlag. Ich weiß, Sie rümpfen jetzt ein bisschen die Nase. Sie finden es übergriffig, dass Ihnen ein einziger Mensch zwei Dinge vorschlägt, wo doch sonst eine ganze Kommission nach Monaten und Jahren mit einem einzigen Vorschlag ankommt. Aber ich vertraue darauf, dass Sie als Physikerin wissen, die wichtigsten Informationen nehmen manchmal die seltsamsten Wege. Also, mein zweiter Vorschlag. Wie wäre es, wenn Sie jeden Tag um 18 Uhr live im Fernsehen auf Sendung gehen mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern und eine Suppe essen? Nichts sagen, nur löffeln und schlürfen. Ich jedenfalls fände das sehr beruhigend, wenn ich wüsste, um 6 gibt's wieder Suppe mit der Kanzlerin. Das ist der zweite Vorschlag, den ich machen will. In meinem Kopf lächeln Sie mir zu. Ich glaube, Sie mögen mich, wie ich da vor Ihnen sitze auf meinem Stuhl. Ein bisschen blass vielleicht, aber doch positiv gestimmt. Ich erhebe mich, auch Sie stehen auf. Über den Schreibtisch hinweg sehen wir uns an. Ich nicke. Deute eine Verbeugung an. Danke für Ihre Zeit. Dann drehe ich mich um und gehe. Draußen, vor dem Kanzlerinnenamt, ist es inzwischen dunkel. Eine würzige Frühlingsluft empfängt mich. Öffnen Sie das Fenster, liebe Kanzlerin. Schnuppern Sie. Riecht es nicht ganz wunderbar nach Hoffnung? Fragt Sie herzlich, Ihr Coesfeld. Das ist der Brief, den ich geschrieben habe. Ich falte ihn zusammen, lege ihn in das Kuvert. Neben der Adresse steht unterstrichen, eilt. Ich schaue raus aus meinem Fenster. Ein Baum arbeitet die Elster an ihrem Nest. Sie verbaut gerade eine Nasendusche. Ein kleiner Gag. An mich gerichtet. Gegenüber steht Rahel am Fenster. Und dreht sich eine Zigarette. Sie dreht sehr ungeübt, mit viel zu vielen Fingern. Ein feiner Strom von Tabakkrümeln rieselt durch die Luft und landet auf der Glatze meines Nachbarn. Er sitzt im Schneidersitz auf dem Gehweg und entfernt die Kaugummis mit seinem Spachtel und summt ganz leise.
Und in der Wohnung unter mir spielt der kleine Tristan mit seinen Meerschweinchen Vierten Weltkrieg. Ich sage leise zu mir selber, ein guter Tag. Es ist soweit. Meine Schuhe sind von einer Staubschicht überzogen. Ich putze sie mit meinem Ärmel, schlupfe hinein, halte endlich wieder Schnürsenkel in meinen Händen. Ich nehme meine alte, türkisfarbene Frühlingsjacke aus dem Schrank und ziehe sie an. Sie raschelt freundlich und hält in der linken Jackentasche eine Überraschung für mich bereit. Ein kleines Schokoladenherz in Staniolpapier. Es ist ein paar Mal geschmolzen und dann wieder fest geworden. Jetzt ist es ganz bröselig und hell. Das ist auch passend, denke ich. Stecke es in meinen Mund. So bin ich auch. Bröselig und hell. Im Badezimmer hole ich mir den Mundschutz, der vor ein paar Tagen geliefert wurde. Er ist lila und wurde von irgendeiner Privatperson genäht. Wahrscheinlich aus einem alten T-Shirt. Ich ziehe ihn an. Soll ich noch in den Spiegel schauen? Lieber nicht, denke ich. Das hatte ich schon ein paar Mal aus der Bahn geworfen. Ich reibe mir leise etwas Sonnencreme auf die Stirn, nehme den Schlüssel von seinem Haken und genieße das wirre Metall in meiner Hand. Ich fasse die Klinke an. Zum ersten Mal seit Wochen. Ich drücke sie herunter, öffne die Türe. Das Treppenhaus ist leer. Es riecht noch so wie damals. Kalter Stein und Windeln. Ich gehe die Stufen hinunter und merke, dass sich meine Knie freuen. Endlich neue Aufgaben. Als ich unten angekommen bin, bleibe ich vor der Haustüre stehen. Jetzt atmest du tief ein, denke ich mir. Du atmest ein und sammelst dich. Ich atme also ein. Mehrere Kubikmeter Luft sauge ich in meine Lunge. Dann drücke ich die Messingklinke mit dem Ellbogen runter, ziehe die Türe auf, trete ins Freie und atme lange aus. Und mir wird sofort klar, das war falsch rum. Ich hätte drinnen im Hausflur ausatmen müssen, um dann mit dem Hinaustreten sehr tief einzuatmen. Das wäre der viel bessere erste Eindruck gewesen. Ein Riechen und Schmecken von Freiheit. Stattdessen komme ich hier raus und als allererstes entweicht mir auf dem Gehweg sehr viel Luft. Aber wie hätte es auch anders sein sollen, als dass ich mit dem völlig falschen Atemzug aus diesem Lockdown komme. Plötzlich fällt mir der Schamane ein, aus Wuppertal, wie der die Konservendose nach der Kamera geworfen hat. Und ich denke, er würde auch jetzt mit der Konservendose nach mir werfen. Und zwar zu Recht, wie ich hier schon wieder in der Fehleranalyse bin, im Bereuen und Zerdenken. Hier sein muss man, denke ich. Werfe eine mentale Dose nach mir selbst. Und was ist hier? Die vertrauten Dinge. Die Bäume, die in den blauen Himmel greifen. Der Chima-Imbiss, Rewe, Optika, seinen 99-Euro-Brillen. Ökoladen, Quarzlampen im Fenster und überall die Menschen, ganz zerzaust im hellen Licht. Ich hatte ganz vergessen, wie extrem Gesichter sind, was es da für Formen und Ideen gibt. Allein beim Thema Nase, unendliche Variation. Tja, denke ich, jeder Mensch ein Vorschlag. Drüben, auf der anderen Straßenseite, steht der Briefkasten. Es ist lange her, dass ich eine Straße überquert habe. Ich bin vorsichtig. Ich schaue nach links, dann nach rechts, wieder nach links, nur ganz weit weg ein Auto. Ich setze den ersten Schritt, den zweiten, genieße beim dritten den festen Asphalt unter den Füßen, verfalle in einen kurzen Trab. Wie schön das pocht im Kopf, in den Gelenken. Beim Briefkasten angekommen, hebe ich den Schlitzverschluss mit meinem Zeigefinger an, als würde ich ein schlafendes Auge öffnen. Dann schiebe ich den Brief vorsichtig in den Schlitz hinein, lasse ihn aber noch nicht fallen, noch nicht. Erst nehme ich wahr, das Papier, die Hand, das Gelb
die Sonne, diesen Tag, den ersten Tag, dann lasse ich los. Aus dem Dunkel kommt ein zartes Rascheln.